Ladies and Gentlemen, willkommen zu einer weiteren Runde Minecraft für die Galaxy Resurrection. So, ich frage mich gerade erst einmal, warum meine... Okay. Bei der Musik ein bisschen abgespackt hat, aber naja, hat sich schon von selbst erledigt. Wenn ich ein bisschen anders denken sollte, das hat einen ganz bestimmten Grund. Ich bin ein wenig verschnubbert, also ich habe mir da so einen kleinen Virus eingefangen. Hindert mich aber nicht daran, jetzt aufzunehmen. So. Hab grad Bock drauf aufzunehmen. Ganz kurzes Update. Die Singularities konnte ich einmal komplett durcharbeiten. Da hatte ich irgendwie nach einem Tag gesehen, okay. Alles klar. Ich habe jetzt circa nach einem Tag 400 Blöcke oder so pro Singularity habe ich geschafft. Und ich brauche 30.000. Habe gesagt, ne. Habe ich ganz ehrlich gesagt, ne, das tue ich mir nicht an. Neutronium habe ich jetzt schon 144 Ingots. So, was ich jetzt aber heute machen möchte, ist hier. Ich weiß nicht, ob ich das schon gezeigt habe, müsste aber. Da wollte ich heute. Ja, klar, habe ich das schon gezeigt. Hier wollte ich jetzt heute mal ein bisschen weitermachen. Und zwar, wenn wir mal das Questbuch anschauen. Oh, stimmt. Forge Job Powered. Ich habe mir so ein Alchemical Bag gemacht mal. Und daraus folgend habe ich dann auch die hier noch bekommen. Und zwar habe ich noch Antimatter Relay MK3 gemacht. Wofür das? Jetzt bin ich mal selbst gespannt. Hier oben habe ich mal vollgehauen. Ich werde mal schauen. Ich habe da vor 2 Tagen, glaube ich. Moment. Kommst du her? Bist du aus meinem Garten? So. Da habe ich ein Nether reingetan und jetzt bin ich mal gespannt. Joa. Das kann man mal machen. Wie viel MC ist das? Alter. Ich glaube, von den Teilen muss ich noch ein bisschen mehr aufbauen. Da haben wir einen dicken MC-Speicher dann. So, auf jeden Fall. Was ich aber eigentlich zeigen wollte. Hier bei So Many Flowers, bei Botania. Wir müssen ja die Rune of Fire, Earth und Water machen. Und da habe ich mal vorbereitet. Einmal hier das Rezept für eine Rune of Earth. Das machen wir dann noch einmal. Dup, 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 dup. Na, was fehlt? Oh. Ja, das geht so richtig schön schnell. Und ich habe keinen Living Rock mehr. Ich habe auch jetzt herausgefunden, warum manchmal nicht das angenommen wird, also das T. Der versucht dann krampfhaft nochmal den Chat zu öffnen bei mir. Weil ich bin da ehrlich gesagt bei mir sogar zu voll umzustellen, weil ich den Chat eh so gut wie nie öffne. Hab ich noch Living. Ich habe Living Rocks in der Mist. Das kann er mal rein und das auch. So. Ja, das ist jetzt schon fertig. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das so schnell geht. Holen wir mal den Wand of Forest raus. Die können wir eigentlich auch mal rein tun. Und. Na, musste. Hätte ich ja vorher mal nachschauen können. Da habe ich echt nichts mehr. Mist. Was ich mal zeigen kann. Ich habe offscreen mal hier so ein paar Lootbags geöffnet von da drüben und habe hier ein paar Black Lotus, die Blacker Lotus und Overgrowth Seeds bekommen. Und hier habe ich ein bisschen gehofft, dass ich das vielleicht ausbreiten könnte, aber naja. So, machen wir einmal so. Das reicht uns schon mal für unsere kleinen Mini-Zwecke gerade. So, zack. Sehr schön. Damit haben wir schon mal 2 Rune of Earth. Was können wir in der Zwischenzeit machen, da es bald kommt? Wir könnten schon mal ein Band of Mana machen. Das ist einfach ein Mana-Tablet mit Mana-Stil. Doch. Wo habe ich das Mana-Tablet jetzt hingeschmissen? Doch, bestimmt hier in irgendeinem von den Golden Bags, oder? Hier nicht. Da muss ich eigentlich auch nochmal aufräumen. Ja.
auch nicht. Wow. Hätte ich jetzt echt nicht erwartet. Nein, das machen wir schon gar nicht. Mana. Aha. So. Machen wir schon mal hier. Mana-Tablet. Mana-Ring, meinte ich. So. Band of Mana. Hat er das jetzt auch schon mal abgehakt? Jawohl. Und ein Band of Aura. Oh, da braucht man nur 100 Mana. Was kostet die denn? Also 5 Mana-Stil und eine Mana-Perle. 5, 1. Okay, 1. Ja, okay. Dann sehen wir uns gleich wieder. Das ist mal kurz gecrashed. So, da bin ich wieder. Versuchen wir es noch einmal. So, jetzt sieht das schon besser aus. Das kann ich mal da drauflegen. Ups. So. Dann haben wir auch gleich schon mal hier das fertig. Ich glaube, die Runen werde ich sogar... Ah, soll ich die gerade durchmachen? Kann ja nebenbei schon mal so ein paar machen. Was bekommen wir eigentlich hier für? Okay, da. Wett. Wir bekommen da 5 Terra Steel. Hier wollte ich das gerade nutzen. Okay. Dup, 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 dup. Gut. Rune of Mana. 4 Mana Steel. Und wir haben ein Ring, ein Band of Aura. Dup. Ah, okay. Geht er so? Also laut. Oder so? Wo stand das hier? Passive Mana Generator in a Ring. Ja, da müsste ich jetzt 10 Ringe aussehen, dann können. Wow. Wow. Ey, ganz ehrlich, das Band of Armor, das tue ich mal hier rein. Dann tue ich wieder den Ring of Light rein. Und dann machen wir lieber hier Band of Mana. So. Sag du dich mal gerade voll. Also wir haben gerade so viel Mana-Speicher, ne? So, die Rune of Earth haben wir. Jetzt Rune of Water. Oder machen wir Fire, Fire, ja. Okay. Dup, 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 dup. Wenn ich jetzt... Moment mal, ich müsste... Eigentlich, wenn ich es so mache und sage, du nimmst von hier, dann müsste das auch eigentlich noch schneller gehen. Jawohl, schaut euch mal an, wie das abgeht. Supi. Alles klar, so kann man das auch mal schnell machen. Ja, dann holen wir doch schon mal hier das Klump raus. Zack. So. Dup, dup. Dup, dup, dup. Ja, so geht das schon viel, viel schneller. Boah. Ich habe gerade schauerweise mal wieder nicht nachgeschaut, wie lange die Folge der Teil von eben war. Ich würde sagen, dass ihr Glück habt, dann mache ich einfach so 15 Minuten dran, weil ich schätze mal, 5 Minuten werden es erstmal gewesen sein. Boy. Ah ja, ne? Hier mit dem Endportal, ne? Wo ich so krampfhaft versucht habe, ins End zu kommen. Ja, ich habe da später noch mitbekommen. Ich habe mich dann noch ein bisschen mit dem Streetdigger unterhalten, dass es das nicht geklappt hat. Und dass ich mich dann halt da rein cheaten musste und später habe ich das mal versucht mit dem Endcake und was passiert. Naja. Ich habe glaube ich nicht Shift gedrückt, oder?
Auf jeden Fall. Sorry, dass ich das so machen musste. Habe ich eben ein bisschen verschwendet. Naja. So. Dann einmal hier. Claim Reward. Wir brauchen eine Ward of the Lands. Das ist ein Living Wood Trick, Rune of Earth und ein Dirt. Living Wood haben wir. Na. Living Wood Trick, Rune of Earth und Dirt, würde ich sagen, haben wir auch. Ja, super. Ward of the Lands. Claim Reward. Oh. Da tauchen wir jetzt einfach mal da rein. Jetzt brauchen wir jetzt ein Mana Fox Field. Das ist Mana Seal für Living Rock und Redstone. Redstone Blöcke habe ich noch. Von denen habe ich sogar zu viel gemacht, glaube ich. Ja, muss ja dann. Alter, geh mal weg. Oh, diese Pinguine regen mich echt auf. Die nerven nur ganz dezent. So, Mana Fox Field haben wir. Ups. Claim Reward. Mana Steel, Claim Reward. Ring Components. Mana Lenses are used to craft different rings in the mod. Okay, Ring of Metallization. Da brauchen wir eine Mana Lens, also Mana Steel und Glas. Was? Hier habe ich noch ein paar Seelen. Ich hatte mir mal so einen ganz kleinen Lava Slime Spawner aufgebaut. Ging ja hier mit dem Schwert schnell. Den Bogen habe ich heute noch nicht wieder, oder? Dop, 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 dop. Die haben wir und jetzt. Ja. Gut. Okay. Ein Gold. Ein Iron. Dop, dop, dop. Mana Lens Magnetization. Ja, habe ich schon fast gedacht. Ich weiß nicht, warum ich das Buch hier drin lasse. So. Und sag, du kannst gehen. Claim Reward. Magnetization. Machen wir mal schnell fertig. Und das haben wir auch. Boah. Jetzt fängt der was schon wieder an. Kommen hier mal die ganzen Runen und so weiter, was ich gerade nicht brauche. Das kann ich mal wegtun. Hier, das kann weg. So, wo war ich jetzt dran? Ah ja, ich musste noch hier. Lass ich ihn gleich wieder draußen, ne? So. Jetzt aber. Claim Reward. Claim Reward. Ein Redstone Mana Spreader. Okay, das ist jetzt mal mit einfach ein Redstone und jo. Okay. Jetzt habe ich aus Versehen Mana Steel reingetan. Komm, noch mal eine Tablette nehme ich auch mal. Komm, dann machen wir gerade einen neuen. 7. Ist hier egal, welchen wir nehmen. Wir haben genug Petals für immer. Und ein Redstone. So. Schafft das? Oh, er schafft es sogar. Okay, wir brauchen eine Thermalily. Ey, vielleicht kommen wir heute sogar noch hier hin. Eine Thermalily ist 2 Mystical Orange. Einmal Rot, einmal Feuer und einmal Earth. Also Rune. Kann die Rune eigentlich in dem C werden? Nee, ne? Nee. Feuer, Earth. Ich bin am überlegen, wir könnten mit dem Terra-Stil könnten wir jetzt ein bisschen übertreiben und Terra-Stil Seeds machen. Ich lasse das erstmal. Terra-Stil tue ich erstmal ins ME. Genau wie das hier und den hier auch. Orange und Rot. So. Orange und Rot, das tut mir gut. Ich bin so ein Reimprofi. Dup, dup, dup. Eine Thermalily. Claim Reward. Was die Thermalily kann,
Das ist ganz einfach. Die stelle ich jetzt einmal hier hin und okay, die ist sogar verbunden. Wenn ich jetzt sage, mach doch mal lieber hier. Hier kippe ich jetzt Flamme hin. Dann muss er auf einer Ebene sein. Mache ich mal ganz kurz so. Ja. Und jetzt produziert die daraus mal. Muss ich mal schauen, ob ich das überhaupt verwenden werde. So, das kann weg. Hier Orange und Rot. So, was müssen wir jetzt machen? Hydroangea ist. Da brauchen wir Mystical Blue, Cyan und Mana Powder. Da gehe ich aber noch ganz kurz. Wow. So. Okay, der. Das Band of Mana ist voll. Ach, weißt du was? So. Damit haben wir Mana Powder. Okay, das war jetzt. 8 Cyan und 8 Blue und 4 Seeds. Dup, 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 dup. Sehr schön. 1, 2, 1, 1, 2, dup. Dup, 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 dup. Ja. Und dup. So, 4 Hydroangea ist. Davon werde ich mir auch. Alter, schon wieder Terrasil. Von denen werde ich mir aber auch noch mehr machen. Eine Entropinio. Oh, jetzt ist lustig. Ja, vielleicht machen wir heute Botania durch. Okay. Entropinium. Da brauchen wir eine Rune of Wrath. Alter, jetzt geht's los. Jetzt geht es los. Wir brauchen Schnee. Erstmal Terrasteel, die Hydroangeas kann ich auch erstmal wegpacken. Ich hatte doch hier irgendwo noch Schnee. Jawohl. Stopp. Das passt auch schon. Der Rest kann hier wieder rein und vergammeln. Ich muss Zitronen hier eigentlich mal ausräumen. Hier habe ich mal eine ganz kleine Bilzfarm aufgebaut. Ich muss einfach mal ganz kurz hier die Teil entleeren und dann krieg ich so Pilze, aber naja, die habe ich mittlerweile auch schon hier eingespeist. So zum Beispiel. Okay, Rune of Wrath. Ja, Rune of Wrath, ne? Rune of Wrath, wir brauchen Cave. Soll ich jetzt schon wieder einen Ofen herkommen? Okay. Mann, ich hab so viele Kuchen weggeworfen. Okay, ich werde jetzt. Warte, es gibt auch. Burnout, tut euch bitte. Jawohl. Die nehme ich mir jetzt mal ganz kurz mit, ne? Ja, das ist ein Ghost-Item. Wie man heutzutage beim Minecraft von Kuchen rankommt, was war das? Also eine Bube. Was ich mal ganz kurz zeigen kann, hier die Becker Lotus. Dieser Manapool ist ja jetzt halbwegs leer. So habe ich teilweise auch die Manapools aufgefüllt, also so können wir auch die Manapools auffüllen, wenn wir mal Probleme haben. Ja, das kann mal weg. Auf Winter brauchen wir, ne? Wolle. So. Dann holen wir hier einmal das raus. Was war das noch? Boah, ich habe das Gedächtnis von dem Sieb, ne? Earth and Water, dann haben wir Winter. Und wir brauchen nochmal Earth. So,
Duck, duck, duck. Ah ja, und ein Kuchen. Okay. Wenn wir überlegen, ob wir das mal so aufbauen sollen, dass wir in einem Zug alles voll machen können. Ja, da könnte man mal angehen. Okay, und jetzt nur noch 12. Da brauche ich noch 2 Mana-Diamanten. Ist ja nicht so, dass wir Diamanten-Probleme haben. Dup. Dup, dup. Ich glaube, ich ruhe jetzt noch. Komm ich die wieder oder was? So, was brauchen wir dann noch? Dann brauchen wir nur noch Grau, Weiß, Feuer und Red. Ja. Und so. Tatsache, die kriegst du wieder. So. Weiß. Grau. Red muss eine weg. Und dann war das noch eine Rune auf Fire. So. Dup, 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 dup. Und was habe ich verkackt? Also. Die Entropinium haben wir. Was? Die kann zeige ich jetzt auch einmal. Vor dir habe ich immer so ein bisschen Respekt. Du musst nur einmal ein bisschen was rumbacken und das war's. Gut. So, wir nehmen jetzt TNT, zünden es an, stell ich mir mal hier rein. Und die produziert jetzt einen richtig dicken Mana-Burst. Also wenn wir irgendwann mal Mana-Probleme haben, ne, die regelt das. So, zurück zum Thema. Mannstörung. Jetzt kommen wir auf die Ruhen. Ja gut. Ich sehe aber gerade, die Folge ist schon quasi vorbei. Ich schaue ganz kurz rein. Spring on the Redstone Route. Was braucht die? Also das haben wir. Die hier, Jaded Amaranthus. Braucht auch eine Spring. Tiger's Eye braucht Autumn. Okay. Dann mache ich die Runden offscreen fertig und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.